Herzlich willkommen also zur heutigen Vorlesung, zur ersten Vorlesung hier im Commercial Banking. Wir werden jetzt mit ganz simplen Dingen erstmal anfangen, nämlich überhaupt der Frage, was ist eine Bank? Sie werden wissen, was eine Bank tut. Sie werden wissen, welches Unternehmen eine Bank ist und was auch eine Versicherung ist. Niemand wird die Sparkasse für einen Automobilhersteller halten, aber wir wollen uns hier am Anfang natürlich erstmal eine Legaldefinition anschauen, was offiziell rechtlich gesehen in Deutschland als Bank verstanden wird und was keine Bank ist. Und man da an der Stelle auch mittlerweile sagen muss, das ist nicht mehr so eindeutig wie vielleicht noch vor 10, 15, 20 Jahren. Gut, die einfachste Sicht ist, vor allem rechtlich, erstmal zu sagen, eine Bank ist ein Wirtschaftsunternehmen, das Kredite vergibt und Gelder aufnimmt. Das klassische, wie wir uns ja hier nun mal auch im Commercial Banking jetzt befinden, das klassische Einlagen- und Kreditgeschäft. Wenn Sie sich denken, Sie machen das wie, ich glaube, Lucy bei den Peanuts, Sie stellen sich auf die Straße, Sie machen einen Stand auf und Sie sagen, Sie bieten jetzt nicht psychologische Beratung an, sondern Sie sagen jetzt, ich habe jetzt mir meinen kleinen Stand und ich bin jetzt eine Bank, dann ist klar, was würden Sie denn tun? In der allereinfachsten Sicht, Sie würden sagen, ich vergebe Kredite und ich nehme sogenannte Depositen auf, also Kundeneinlagen. Wir werden gleich sehen, das ist am Anfang eigentlich die simpelste Basis für das Geschäftsmodell einer Bank. Wenn Sie normale Zinsen haben, dann nehmen Sie Depositen ein und Sie zahlen auf Ihrem Sparbuch 2%, 3% und Sie vergeben Kredite für, sagen wir, 5 oder 6% und durch die Differenz in den Zinsen haben Sie dann eine Marge, die Sie machen und damit können Sie dann Ihr Geschäft betreiben. Gut. Das ist gar nicht so weit davon entfernt, was in Deutschland eigentlich auch rechtlich unter einer Bank verstanden wird. Sie können mich einfach sagen, eine Bank ist ein Unternehmen, das Bankgeschäfte betreibt und die einfachsten Bankgeschäfte sind halt das Kredit- und das Einlagengeschäft. Banken, wenn wir uns jetzt dem Ganzen etwas theoretischer nähern wollen, Banken treten natürlich auf unterschiedlichen Arten oder auf unterschiedliche Art und Weise auf Finanzmärkten in Erscheinung und agieren da mit anderen Akteuren. Dementsprechend muss man dann auch hinterher schauen, wie man Banken von anderen Finanzmarktteilnehmern unterscheiden kann. In der Theorie, zwischendurch kurz gefragt, wer von Ihnen hat schon mal Finanzintermediation beim Kollegen Vollmer gehört? Ja, niemand? Okay. Finanzintermediation ist letztlich die spiegelbildliche Sicht in der VWL. Sie können Bankbetriebslehre und Banking aus einer BWL-Sicht betreiben, das machen wir jetzt hier. Wenn Sie alles aber ein bisschen allgemeiner formulieren und dann ein bisschen theoretischer betrachten, sind Sie im Bereich der Finanzintermediation oder Financial Intermediation Theory oder auch Banking Theory im Englischen genannt. Und das, was Sie da einfach nur tun, ist, Sie verallgemeinern alles so ein bisschen. Und Sie sagen, was ist denn jetzt erstmal ein Finanzmarkt? Das ist ein Markt, auf dem Finanzkontrakte gehandelt werden. Financial Contracts. Okay. Was sind Finanzkontrakte? Finanzverträge sind einfach Verträge, die Ansprüche auf gegenwärtige oder zukünftige Zahlungen verbriefen und darstellen. Also eine sehr allgemeine Sicht. Wenn Sie einen Anspruch haben, darauf Geld zu bekommen oder wenn Sie die Verpflichtung haben, Geld zu bezahlen, dann haben Sie einen Finanzkontrakt. Für die VWL ist es nicht von großer Relevanz, ob das eine Aktie, eine Anleihe, ein Derivat ist oder was auch immer. Die sagen halt einfach, das ist ein Vertrag, der regelt Zahlungsansprüche. Und das reicht für die Finanzintermediationstheorie und für die VWL. Und der Markt, auf dem solche Finanzkontrakte gehandelt werden, das ist der Finanzmarkt oder ein Teil des Finanzmarktes. Ich erwähne das deswegen, weil wenn Sie mal in die Literatur schauen zum Banking, werden Sie häufig auch sehen, dass selbst Depositenverträge natürlich dort auch einfach ganz allgemein als Financial Contracts behandelt werden. Wenn Sie ein Sparbuch aufmachen bei der Bank, ist das nichts anderes als ein Finanzkontrakt aus Sicht der VWL? Nämlich, das besteht einfach nur darin, dass der Vertrag regelt, Sie geben der Bank Gelder und die Bank zahlt Ihnen einen Zins darauf. Fertig. Das ist ein Financial Contract, Finanzkontrakt, und sind Sie auch mit als Akteur, lustigerweise als Investor, auf dem Markt für Depositenverträge. Sie sind Investor in die Bank. Sie stellen nämlich der Bank Fremdkapital zur Verfügung. Gut. Banken und Finanzmärkte erfüllen jetzt ähnliche Funktionen. Banken etwas spezieller als einfach nur ein reiner Finanzmarkt. Was macht mich die Bank?
Die Bank stellt möglicherweise selber einen Markt zur Verfügung, einen Handelsplatz, aber sie vereinfacht und ermöglicht auch den Handel mit Finanzkontrakten. Deswegen werden wir später Banken als Finanzintermediär bezeichnen. Und deswegen nennt sich die VWL-Theorie auch Finanzintermediation. Also irgendetwas wird ausgehandelt oder ermöglicht oder erleichtert. Und die Bank tritt selber auf den Markt als Akteur auf. Eine deutsche Bank handelt auch selber im eigenen Namen und auf eigene Rechnung mit Aktien, mit Anleihen. Und das ist jetzt der Unterschied zu einer reinen Börse. Eine Börse ermöglicht einfach nur Handelsgeschäfte für Wertpapiere, aber tritt nicht selber als Händler auf. Die Bank tut das hingegen schon im sogenannten Eigenhandel. Wir unterscheiden dann Finanzintermediäre im engeren und im weiteren Sinn. Ein Finanzintermediär im engeren Sinn ist einfach nur eine Institution, die Kapital von Anlegern entgegennimmt und an Kapitalnehmer weitergibt. Das ist zum Beispiel eine Bank, aber auch eine Versicherung. Eine Versicherung ist nicht so viel anders als eine Bank, insbesondere wenn Sie in der Lebensversicherung sind. Was macht denn eine Lebensversicherung? Nimmt Gelder von Ihnen langfristig ein und verspricht Ihnen, irgendwann mal die Lebensversicherung auszuzahlen. Das ist letztlich was Ähnliches wie ein Sparvertrag, nur mit dem Unterschied, der ist halt anders ausgestaltet. Sie haben am Ende eine Einmalzahlung oder eine Rente und die Verzinsung ist reguliert und natürlich das Ganze ist ein bisschen langfristiger als ein Sparbuch, aber am Ende ist es ähnlich. Nebenbei, das hatte ich Sie noch gar nicht gefragt, einfach nur kurz per Handzeichen. Wer von Ihnen hat denn unsere Bankenversicherung Investment Spezialisierung? Okay, die übrigen haben UFB, also Unternehmensrechnung, Finanzierung, Besteuerung. Ja. Wer studiert denn nicht BWL? Okay, 2, 3. Sie studieren VWL oder Mathe, Wirtschaftsmathe? Oder? Ja, okay. Genau. Deswegen, werde ich zwischendurch auch immer ein bisschen was zu den Versicherungen sagen, weil mein Doktorvater vertritt gerne die These so nach dem Motto, eine Versicherung ist auch nichts anderes als eine Bank. Ist natürlich nicht ganz so richtig. Ne? Das Geschäftsmodell in vielen Bereichen ist aber auch schon ähnlich. Ne? Die Regulierung ist eine völlig andere, die Kalkulation ist eine völlig andere, Rechnungslegung ist eine völlig andere, aber gerade Lebensversicherung Kreditgeschäft und Depositengeschäft haben halt schon sehr, sehr ähnliche Züge und deswegen kann man hier bei den Finanzintermediären im engeren Sinne auf jeden Fall Banken und Versicherungen erstmal in einen Topf schmeißen. Ein Finanzintermediär im weiteren Sinne dagegen, der ist wirklich nur intermediär in dem Sinne, dass er Geschäfte verbessert, erleichtert, ermöglicht. Das ist eine Börse, eine Wertpapierbörse, so wie die deutsche Börse. Das ist ein Finanzintermediär im weiteren Sinne. Warum? Die Börse sagt ja letztlich nur was, ich setze mich hier hin, ich mache einen Marktplatz auf, ich bringe andere Intermediäre zusammen und andere Akteure des Finanzmarktes und die können dann miteinander handeln und ich stelle nur die Plattform zur Verfügung. Ja, auch so etwas wie vielleicht Auxmoney als Anbieter für eine Plattform für Peer-to-Peer-Kredite, ja, oder für Crowdlending ist auch eher ein Finanzintermediär im weiteren Sinne, weil da letztlich auch nur eine Plattform zur Verfügung gestellt wird und nicht selber auch aktiv am Markt teilgenommen wird. Gut. Das ist hier ganz schön dargestellt bei Hartmann, Wendel, Pfingsten, Weber. Sie sehen, Sie haben die Kapitalgeber, Sie haben die Kapitalnehmer und die Bank. Der Kapitalgeber will Kapital geben an jemanden, der Kapital benötigt. Und diese Abbildung sieht einfach aus, ist sie auch. Aber ich könnte jetzt mindestens eine Stunde mich hier an der Stelle aufhalten. Und ich will jetzt nicht irgendwie, so tun, als wenn ich irgendwie keine Ahnung hätte und als wenn ich auf dem gleichen Level wäre jetzt noch wie Sie, die vielleicht von dem Stoff keine Ahnung haben. Aber ich betone einfach immer wieder gerne, meine Ausbildung in meinem Diplomstudium war sowas von praxisfern und hatte überhaupt nichts mit Bankbetriebslehre zu tun, dass ich, obwohl ich dieses Fach studiert habe, so wie Sie jetzt auch, ich völlig ahnungslos aus meinem Diplom rausgekommen bin und das letztlich dann auch ein Treppenwitz der Geschichte ist, dass ausgerechnet das Fach, von dem ich am wenigsten gelernt habe, ich jetzt nun als Hochschullehrer hier vertreten darf, einfach weil es mich so interessiert hat und ich danach mir das angelesen habe. Es hält mich aber natürlich nicht davon ab, Ihnen das hoffentlich vernünftig beizubringen.
Sie müssen sich immer eins überlegen, was ist am Ende Finance, was ist Finanzierungslehre, und da sind wir eigentlich. Wenn wir im Schlafenland leben würden, hätten wir dieses Fach überhaupt nicht. Dann würde jedes Unternehmen für die Investition, das es tätigen möchte, einfach das Kapital aufnehmen zum besten Preis, das überall rumliegt. Aber wir haben sogenannte Financial Frictions. Wir haben einen unvollständigen Kapitalmarkt, der imperfekt ist, der nicht perfekt ist. Wir haben irgendwelche Markthindernisse, Market Imperfections. Wir haben Steuern, wir haben Transaktionskosten und wir haben Knappheit, sodass das Gutkapital eben nicht jedem zur Verfügung steht. Deswegen haben wir Kapitalgeber, die sich genau überlegen müssen, wem stelle ich mein Kapital zur Verfügung. Und wir haben Kapitalnehmer, die benötigen das. Insbesondere die Haushalte und natürlich die Unternehmen. Die wollen investieren und die wollen konsumieren und die brauchen Kapital. Und dieses Problem oder dieses Problemsetting führt eben zu all dem, was wir jetzt hier danach in der Realität beobachten können. Es ist ein riesiges Koordinationsproblem, ein Allokationsproblem und wir brauchen offensichtlich aus irgendwelchen Gründen zusätzliche Akteure in Form von Banken, die jetzt hier diese Koordinationsschwierigkeiten und diesen unvollständigen und nicht perfekten Markt einigermaßen verbessern können. Und nur deswegen und aus anderen Gründen auch noch, haben wir jetzt hier überhaupt eine Bank dazwischen geschaltet. Die sorgt hoffentlich dafür, dass die Kapitalgeber ihr knappes Gut Kapital besser an den Mann oder besser an die Frau oder an das Unternehmen bringen können. Und umgekehrt, die Kapitalnehmer das Kapital bekommen, was sie benötigen. Das ist dann schon wieder etwas, was wir regelmäßig in der Realität beobachten können. Warum flutet die EZB immer noch die Märkte mit billigem Geld? Weil die Angst haben, dass die Unternehmen nicht investieren, keine Jobs schaffen und wir in die Rezession abdriften. Und deswegen ist die einfache Überlegung bei den Zentralbanken, ja, um die Unternehmen dazu zu drängen, mehr zu investieren und mehr Jobs zu schaffen, gebt ihnen Kapital. Und wenn die Banken es nicht tun, gebt den Banken mehr Kapital und billiger Kapital, damit es dann hier einfach wieder runterläuft. So, das ist schon etwas, was Sie sich auch merken müssen, wenn Sie mal theoretische Forschungsarbeiten überhaupt zu Banking oder Finanzintermediation durchgeführt werden. Es geht fast immer um das Überwinden von sogenannten Financial Frictions. Es geht immer darum, dass die Bank oder wer auch immer dafür sorgt, dass das Kapital besser, schneller und in größerer Menge zu den besseren oder zu den besten Investitionsprojekten kommt und das Unternehmen investieren kann. Und das ist immer dann auch eine Angebots- und Nachfragefrage. Ja? Warum? Wenn Sie jetzt sagen, mal, wir sind die Volkswirtschaft und ich sehe, es gibt jetzt hier mehr oder weniger Kredite, die von mir als Bank vergeben werden. Können Sie sich auch wieder fragen, liegt das daran, dass die Bank jetzt plötzlich aus dem Kapital, das sie hat, mehr Kredite produziert? Kann ich jetzt plötzlich mehr produzieren? Kann ich mehr Kredite vergeben als vorher? Oder ist die Nachfrage höher? Oder habe ich jetzt plötzlich einen exogenen Schock gehabt, dass die Zentralbank mir Geld gegeben hat und ich kann jetzt auch weiter mehr Kredite rausgeben? Oder halte ich das Geld zurück? Es wird ja Banken aktuell auch nachgesagt, dass die in einer Art Kreditklemme zwar auf Geld sitzen, aber es nicht in Form von Krediten an Unternehmen herausgeben. Also das ist das, was man sich hier oben immer überlegen muss. Finanzfriktion oder Friktionen des Finanzmarktes, des Kapitalmarktes, Kapitalgeber, Kapitalnehmer, die zusammengeführt werden müssen. Und dann sind Sie schon direkt auch in der Theorie der Finanzintermediation. Wenn Sie aus einer volkswirtschaftlich-theoretischen Sicht überlegen wollen, warum gibt es denn überhaupt eine Bank? Wofür brauche ich eine Bank? Ist auch immer diese naive Sicht, gerade natürlich von einigen Vertretern, gerade der Linkspartei, dass es dann immer gerne heißt, schafft doch die Banken ab, die brauchen wir nicht. Ja, die verdienen ja eh nur Geld und die wollen alle über den Tisch ziehen. Banken in dieser erstmal theoretischen Sicht erfüllen natürlich offensichtlich einen sehr, sehr guten Zweck. Sie sorgen hoffentlich dafür, dass diese Koordinationsprobleme zwischen dem Kapitalgeber und dem Kapitalnehmer, dass diese Probleme gelöst werden. Warum gibt es eine Seite wie Augsmann? Sie alle sind vielleicht gewillt, 25 Euro zu investieren. Sie wollen 5.000 Euro investieren. Eine Bank lacht Sie aus, wenn Sie zur Bank gehen und sagen, ich möchte gerne 25 Euro in einen Kredit investieren, über dich als Bank. Und dann ist so eine Firma hergekommen und hat gesagt,
Cosper.com, Smara, Augsmann, wie sie alle heißen. Ich will nicht nur für eine Firma Werbung machen. Lasst uns doch einfach im Internet eine Plattform aufbauen. Und da können Leute, die einen Kredit brauchen, sich anmelden. Und Leute, die einfach nur 25 Euro pro Investition tätigen wollen, die bringen wir zusammen. Und dann haben wir hier eine schöne Internetseite, eine Plattform. Jeder meldet sich an, da wird ein bisschen im Hintergrund geprüft. Und dann bringen wir 10 Leute mit 25 Euro zusammen. Und dann kann jeder für 250 Euro einen Kredit aufnehmen. So. Offiziell sind die bestimmt eine Bank und haben eine Banklizenz oder arbeiten im Hintergrund mit der Bank zusammen. Die tun auch nichts anderes als letztlich eine Bank, die Sparkasse nimmt ihre Gelder und vergibt größere Kredite. Aber so eine Internetseite wie Smara, Prosper oder Auxmoney erfüllt an der Stelle auch nichts anderes als die Funktion eines Finanzintermediärs und einer Bank. So, die verdienen damit auch Geld, das ist auch gut so. Da würde niemand auf die Idee kommen und sagen, die bösen Banken, ja, die halsabschneiderischen bösen Banken, die alle nur den Tisch ziehen wollen. So, und das ist dann Finanzintermediation. Wir brauchen einen Intermediär, der zwischengeschaltet ist zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Kapitalmarkt, weil es sonst nicht funktioniert. Und wir werden später noch sehen, warum es denn nicht funktioniert. So, das ist das eine. Das andere ist, merken sich das gut, und ich betone das, wie gesagt, auch deswegen, weil mir das selber im Studium so gegangen ist. Ich hatte, als ich aus dem Studium rausgekommen bin, keinen blassen Schimmer von dem, was eigentlich eine Bank macht. Schon gar nicht davon, wie eine Bankbilanz aussieht. Und eine Bankbilanz sieht im ersten Moment sehr ungewohnt aus. Denn man könnte jetzt ja naiverweise denken, bei der Bank stehen doch die Kredite auf der Passivseite. Nee, nicht. Die Bank investiert in Kreditprojekte, nennen Sie es lieber so, und nimmt Geld über die Sparer auf, über die Zentralbank und natürlich über Eigenkapital. Dementsprechend haben Sie auf der Passivseite das Eigenkapital der Bank stehen und die Spar- und Termineinlagen und vielleicht auch Anleihen, die emittiert worden sind. Und auf der Aktivseite die Kredite, die vergebenen Kredite an andere Banken, an Haushalte, an Privatkunden und natürlich noch an Unternehmen und Anlagen. Finanzanlagen heißt, wenn die Bank selber Anleihen und Aktien gekauft hat. Oder aber Sachanlagen, aber das wird eher selten der Fall sein. Also auch eine Bank wird in der Regel noch nicht mal das eigene Bürogebäude besitzen, sondern nur leasen oder mieten. Also werden Sie da kaum Sachanlagen finden. Autos werden Sie auch nicht groß haben, Maschinen sowieso nicht. Und das ist die Bankbilanz. Deswegen sehen Sie, die Kapitalgeberseite kommt hier auf die Passivseite und die Kredite werden dann über die Aktivseite an die Kapitalnehmer einmal durch die Bank geschleust. Und jetzt sehen Sie, was ich damit meine, dass ich mich an dieser simplen Abbildung länger aufhalten kann, weil da steckt schon unheimlich viel drin. Gut. Das ist jetzt die eine Sicht. Eine Bank ist ein Finanzintermediär im engeren Sinne und erfüllt bestimmte Funktionen. Der Jurist sagt jetzt, ist mir doch egal, ich schaue einfach ins KWG. In Deutschland ist das Kreditwesengesetz oder das Gesetz über das Kreditwesen, das KWG, das zentrale Gesetz, das letztlich die gesamte Bankwirtschaft hier reguliert. Wer weiß, welches Gesetz das für die Versicherungsbranche ist? Wir machen doch Banken und Versicherungen, die meisten. Welches Gesetz ist das für die Versicherungsbranche? Sollte man auch mindestens mal gehört haben. Gut, dass Herr Wagner hier nicht ist und auch dieses Video sich wahrscheinlich nicht anschauen wird. Würde sich jetzt wahrscheinlich schwarz ärgern. Ist auch eine Fangfrage. Es gibt zwei Gesetze, mindestens zwei Gesetze, die in der Versicherungsbranche wichtig sind. Weil welche Gesetze sind das denn? Niemand. Ja? Das VAG auf jeden Fall. Ja, das VAG, das Versicherungsaufsichtsgesetz. Ja, das VVG, das Versicherungsvertragsgesetz. Das VAG regelt letztlich die Beziehung zum Staat und zur Aufsicht und das VVG regelt die Besonderheiten von Versicherungsverträgen. Und darüber haben Sie natürlich auch noch weitere Sachen, Maklerverordnung und Dinge, die das Maklerwesen betreffen, den Vertrieb, aber und natürlich auch noch so schöne Dinge wie Regelungen zu den allgemeinen Versicherungsbedingungen, ja, also letztlich die das Pendant zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen, zu den AGBs. Nun gut,
Legaldefinition Bank, was steht im KBG? Paragraf 1, Absatz 1, Satz 1, ganz am Anfang. Kreditinstitute sind Unternehmen, die Bankgeschäfte gewerbsmäßig oder in einem Umfang betreiben, der einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert. Ich bin kein Jurist, aber es ist offensichtlich, was man damit ausschließen möchte. Wenn Sie jetzt irgendjemandem 20 Euro leihen, sind Sie keine Bank. Weil Sie tun das nicht gewerbsmäßig und Sie tun das nicht in einer Form, sodass Sie dafür einen üblicherweise in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb benötigen. Wenn Sie sich jetzt natürlich hier plötzlich ein Büro anmieten oder unten die Parfümerie da rausdrängen und sagen, ich mache jetzt hier einen Shop auf und vergebe Kredite, dann geht das schon langsam in die Richtung Bank. Wir werden gleich noch darüber diskutieren, warum das denn eigentlich so geregelt ist und warum der Staat da auch sagt, das ist offensichtlich hier zu regeln und zu regulieren. Ist natürlich irgendwie auch etwas tautologisch. Eine Bank ist ein Unternehmen, das Bankgeschäfte betreibt. Das hilft erstmal so im ersten Schritt nicht weiter. Also brauche ich noch den Satz 2 des KWGs. Was sind Bankgeschäfte? Einlagengeschäft. Annahme fremder Gelder als Einlagen oder anderer Gelder des Publikums, sofern der Rückzahlungsanspruch nicht in Inhaber- oder Schuldverschreibung verbrieft wird. Erste Fußnote oder besser die zweite Fußnote zuerst. B. Was heißt verbriefen? Verbriefen heißt, ich nehme eine Forderung und ich stanze daraus ein handelbares Wertpapier, das ich leichter übertragen kann. Ich packe es in einen Brief, wie man das wahrscheinlich historisch mal gemacht hat. Im Englischen ist es eindeutiger und einleuchtender. Das englische Wort für verbriefen heißt securitize und securitization. Und das Wort für Wertpapiere ist im Englischen securities. Also to securitize heißt im Englischen deutlicher, ich forme aus einer Forderung ein Wertpapier. Und wenn Sie sagen, ich hab Kommilitonin XY 20 Euro geliehen, dann haben Sie erstmal rechtlich gesehen natürlich eine Forderung. Diese Forderung können Sie abtreten mit einem Abtretungsvertrag. Das ist dann schon alles ein bisschen komplizierter. Was Sie natürlich machen können, ist, Sie können einfach einen Zettel nehmen und sagen, ja, etwas auch wieder eher naiv wie in einem Peanuts-Comic gedacht, Sie nehmen jetzt einen Zettel und schreiben drauf, hiermit verpflichte ich mich, dem Inhaber dieses Zettels 20 Euro zurückzuzahlen. Name, Unterschrift und Wert. So. Und dann sagen Sie, Sie haben einen Schuldschein. Und dann sind Sie schon genau hier bei Inhaber oder Order Schuldverschreibung, also letztlich bei verbrieften Forderungen. Und das, was Sie natürlich machen können, ist, wenn Sie 20 Euro irgendjemandem gegeben haben und dann bekommen Sie so einen Schuldschein und Sie könnten jetzt natürlich sagen, ich muss jetzt diese Forderung nicht mit einem Vertrag abtreten, sondern ich sage jetzt einfach, hey, wer will mir 20 Euro geben? Oder vielleicht gibt mir jemand nur 18 Euro, aber hier hast du den Schuldschein, versuch du das mal einzutreiben. Sie haben plötzlich die Forderung handelbar gemacht und fungibel und liquide gemacht. Und wenn Sie das professionell machen, am Kapitalmarkt, sind Sie schnell bei Order- oder Inhaberschuldverschreibung. Nebenbei, auch etwas, was ich im Studium nie richtig verstanden habe, was machen denn Unternehmen, große Unternehmen und auch Banken? Theoretisch sagen sie ganz schnell, die haben Eigen- und Fremdkapital. Aber denken Sie doch mal ganz genau darüber nach, was heißt das denn eigentlich Fremdkapital? Sie nehmen nicht 100% Bankkredite auf, sondern gerade die großen Unternehmen werden natürlich was tun. Die werden sagen, ich emittiere eine Anleihe. Und eine Anleihe ist nichts anderes als letztlich ein Kredit, den Sie bei Kapitalmarktinvestoren aufnehmen, in Form von handelbaren Wertpapieren. Und dann emittieren Sie eine Anleihe, das ist Fremdkapital, vielleicht über 1 Milliarde. Und dann sind diese Anleihen in der Stückelung vielleicht 100.000 Euro gegeben. Und dann können Sie, sagen wir mal 100 Millionen besser, Sie nehmen eine Anleihe über 100 Millionen auf und dann können Sie ab 100.000 Euro können Sie die Anleihe zeichnen. Dann werden das Geld wird aufgenommen. Sie bekommen auf Ihrer Passivseite 100 Millionen Fremdkapital. Sie haben dann eine Anleihe stehen, die ist festverzinslich. Wir befinden uns also dann im Bereich der Fixed-Income-Produkte. Die ist festverzinst mit einem Coupon, sagen wir mal 3%. Und so finanzieren sich gerade die großen Unternehmen natürlich. Über Bankkredite, aber vor allem über Anleihen. Und wenn Sie ein Unternehmen sind, das irgendwann auch groß gewachsen ist,
dann werden sie ja, dann heißt es immer so schön, sie wollen an den Kapitalmarkt. Ja? Was heißt das denn? Das heißt in den seltensten Fällen, dass sie jetzt an die Börse gehen wollen einmalig, sondern das heißt häufig, sie wollen einfach Fremdkapital in Form von Anleihen am Kapitalmarkt aufnehmen. Und dafür brauchen sie ein Rating, dafür brauchen sie Zugang zum Kapitalmarkt. Und wie Sie sich das vorstellen können, Sie als Einzelperson werden nicht am Kapitalmarkt eine Anleihe über 100 Millionen emittieren können. Es fängt ganz klein unten an mit einem Schuldschein und geht hoch zu Anleihen über Milliarden und natürlich dann hinterher auch über Staatsanleihen. Der Staat macht nichts anderes, der emittiert dann wirklich über 20, 30, 50 Milliarden, emittiert er dann Anleihen, aber auch fest verzinst. Auch sehr interessant, es gibt da sehr schöne kleinere Beispiele. Auch Mittelständler emittieren Anleihen und Fußballvereine. Ob das immer so die beste Investition ist, sei mal dahingestellt. Unser Dekan hat mal eine Anleihe von Schalke 04 geschenkt bekommen. Ist eine Schmuckanleihe. Ist ein schönes, richtig schönes Blatt Papier, ist eingerahmt. Ich glaube, er wird das nicht einlösen. Ja, das ist eher Herzenssache für ihn, dass er Schalke da gerne Geld schenken möchte. Na gut. Das ist eine Anleihe. So. Und Sie sehen schon hier, im Gegensatz jetzt zu Inhaberschuldverschreibung, lauten Orderschuldverschreibungen auf den Namen eines bestimmten Gläubigers. Und Sie können dann mittels eines sogenannten Indossaments, also eines Begebungsvermerks, übertragen werden. Das ist leicht auch wie bei Aktien, bei Inhaberaktien, bei Namensaktien, bei vinkulierten Namensaktien. Stellen Sie sich jetzt einfach auf dem Schuldschein vor, entweder steht da drauf, hiermit verpflichte ich, Gregor Weißlich, den Inhaber dieses Schuldscheins 20 Euro zu zahlen, oder da steht drauf, hiermit verpflichte ich, Gregor Weiß, mich, der Kommilitonin mit dem Namen XY, 20 Euro zu zahlen. Der Schuldschein, wo drauf steht Inhaber, als Inhaber Schuldverschreibung, ist halt natürlich leichter zu übertragen, nämlich sehr leicht, als wenn da jetzt irgendwie ein konkreter Name drauf steht, dann ist er gebunden an die Person, die da drauf steht, und dann muss es mittels Indossaments rechtlich übertragen werden. So habe ich also unterschiedliche Stufen, wie auch fungibel Wertpapiere ausgestaltet werden können. So, das ist Einlagengeschäft. Und die sind jetzt hier bei Einlagen erstmal noch mit inbegriffen. Pfandbriefgeschäft. Etwas sehr Deutsches. Was sind Pfandbriefe? Pfandbriefe sind letztlich Anleihen, die von einer Pfandbriefbank emittiert worden sind. Und wie sieht das denn bei einem ganz normalen Corporate Bond, also bei der Unternehmensanleihe aus? Eine Unternehmensanleihe wird emittiert. Ich gebe Ihnen jetzt noch ein schönes Beispiel. Kennt jemand Zimbo aus Bochum? Das ist ein großer Busfahrer, Mittelständler. Und die haben Mitte der 2000er mal ein Microbond emittiert. Also jetzt nicht über hunderte Millionen Euro, sondern über einen relativ kleinen Betrag. Und wissen Sie, was sie gemacht haben? Die haben gesagt, man kann, glaube ich, so ab 5.000 Euro kann man investieren. Und die haben das über die Metzgereien vertrieben. Da haben sie also die Wurst gekauft und sie haben dann nicht nur die Apothekenumschau, die Metzgerei-Umschau gesehen, sondern sie hatten auch einen Werbeflyer, wollen Sie nicht eine Anleihe von Zimbo kaufen ab 5.000 Euro, gibt 6% oder so. Ein Pfandbrief ist letztlich so etwas Ähnliches, nur mit dem Unterschied, wenn Sie eine Unternehmensanleihe kaufen und das Unternehmen wird insolvent, ist die Anleihe futsch, dann ist ihr Geld futsch. Das ist das Ausfallrisiko, das Sie natürlich bei einer Unternehmensanleihe tragen. Bei einem Pfandbrief ist es so, da garantiert nicht nur die Bonität des emittierenden Unternehmens, im Beispiel also Zimbo, die Rückzahlung, sondern zusätzlich noch eine Deckungsmasse, die zusätzlich dahinter steht, die noch weiter dahinter verpfändet ist. Und das sind häufig Hypotheken, Forderungen gegen den Staat, also Staatsanleihen, Schiffshypotheken etc. Deswegen sind Pfandbriefe gefühlt sehr, sehr sicher, weil sie zum einen das emittierende Unternehmen plus noch eine Deckungsmasse haben, die im Falle der Insolvenz des emittierenden Unternehmens noch dahinter stehen. Hier ist, das klingt jetzt auch sehr dröge und langweilig, ist es auch. Also ist es immer gewesen, mit einer Ausnahme. Sie haben wahrscheinlich nie irgendwann mal etwas über Pfandbriefe gehört. Wissen Sie zufällig, wann plötzlich jeder wusste, was Pfandbriefe sind und was da passiert und was da läuft? Sie waren vermutlich da alle noch zu klein. Das ist immer für mich dann traurig.
2008, 2009. Es gab nämlich eine Bank in Deutschland, die quasi diesen ganzen Markt in Deutschland für Pfandbriefe, ich meine fast zur Hälfte, betrieben hat. Also da gab es eine Bank, die da letztlich der Top-Market Player war. Welche war das? Am Namen erkennt man es nicht so ganz, aber die haben eben alles mit Hypotheken und schlimmer und größer. Hypo-Real-Estate. Es gibt ja nur wenige Banken, die in Deutschland richtig in der Finanzmarktkrise so implodiert sind. Ne? Die IKB ganz am Anfang, dann die Landesbanken natürlich, die sind dann so nach und nach abgewickelt worden. HSH Nordbank ist ein Dauerbrenner, aber neben der IKB war es ja vor allem die Hypo-Real-Estate, die auch vom Staat gerettet werden musste. Warum? Weil Hypo-Real-Estate ein riesiger Koloss war, der aber komplett den deutschen Markt, auf dem Pfandbriefmarkt, alleine fast dominiert hat. Und man hätte auch so eine Bank pleite gehen lassen können, aber da hat der Staat und auch die Zentralbanken und die Aufsichtsbehörden haben dann da befürchtet, dass wenn die Hypo Real Estate insolvent gegangen wäre, ein Markt, nämlich der Pfandbriefmarkt, der von allen Akteuren immer als hundertprozentig sicher angesehen worden ist, dass plötzlich der Pfandbriefmarkt Probleme bekommen hätte. Und darauf wollte man es nicht ankommen lassen. Man hätte ja sagen können, Pfandbriefe, ja, wieso, da sind ja die Deckungsmassen dahinter, ja, kann doch die Hypo Real Estate, kann doch ruhig pleite gehen, dann gucken wir mal, wie sicher die Dinger sind. Ne? Und das wollte man halt verhindern, weil gerade bei den Wertpapieren, bei denen alle immer darauf gesetzt haben, dass sie halt super sicher sind, wollte man nicht riskieren, dass da plötzlich durch die Insolvenz eines großen Unternehmens, einer großen Institution, dass es da zu Problemen hätte kommen können. Pfandbriefgeschäft. Kreditgeschäft, Gewährung von Gelddarlehen und Akzeptkrediten, Diskontgeschäfte, Finanzkommissionsgeschäfte, so. Und da kommen wir jetzt schon an den Bereich, da würde ich sagen, wenn Sie eine Banklehre gemacht haben, dann wissen Sie das. Und wenn Sie keine Banklehre gemacht haben, dann können Sie sich das mal in einer ruhigen Minute mal durchlesen. Es geht jetzt natürlich weiter. Es ist nicht nur Punkt 4. Auf den nächsten zwei, drei Folien geht es immer weiter runter. Alles, was eine Bank macht und wenn sie das auch nur in ganz geringem Umfang macht, wenn irgendetwas hier erfüllt ist, eins dieser Bankgeschäfte, sind sie offiziell eine Bank nach dem KWG. Heißt also, auch wenn Sie jetzt sagen, Sie sind ein Spezialanbieter zum Geldwechseln, Sie sind ein Spezialanbieter, um Schecks anzubieten, Sie sind ein Spezialanbieter für das Emissionsgeschäft, für das Kontrahentengeschäft, für Darlehenserwerbsgeschäft, dann sind Sie eine Bank nach dem KWG. Ne, ein Kreditinstitut. Ne. Nochmal zur Sicherheit. Ne. Wir reden jetzt hier von Kreditinstituten. Ne. Also wenn ich jetzt Bank sage, meine ich nach dem KWG Kreditinstitute. Und das sind die Bankgeschäfte. An der Stelle würde ich jetzt auch sagen, das war in den vergangenen Jahrzehnten sowas von uninteressant. Da hätte ich Sie jetzt gar nicht mit belästigt. Und deswegen überspringe ich jetzt hier auch einige Sachen. Aber warum ist das jetzt schon auch wieder relevanter geworden? Warum ist das interessanter geworden? Allein schon der erste Paragraph des KWGs. Ja? Ja, eher noch die Frage, wo passt dann Fintech rein und was ist es, was ist nicht? Wo sehen Sie Apple? Wo sehen Sie Google? Die haben alle Banklizenzen. Ja? Wenn Sie jetzt Apple nehmen, Apple mit Apple Pay, müssen sich nur anschauen, wo passt Apple rein mit Apple Pay. Das ist offensichtlich dann ein Kreditinstitut. Ja? Wenn ich jedem im iPhone und einem entsprechenden Konto eine Bezahlfunktionalität zur Verfügung stelle, das wäre dann noch schlimmer, wenn ich dann nicht ein Kreditinstitut nach dem KWG wäre. Wenn ich sage, dann könnte ich jetzt auch genauso gut sagen, Ich gebe Ihnen jetzt allen, ich weiß nicht, irgendwie ein paar Blanko-Chipkarten und ich werde jetzt Gringo Pay. Ja? Könnte ich auch machen. Da würden wir alle sofort sagen, also da sollte sich die BaFin mal besser anschauen. Ne? Also das sollte hoffentlich reglementiert werden. Und genau das ist auch letztlich das, was da aktuell abläuft. Startup-Unternehmen kämpfen, als wenn die als Fintech unterwegs sind,
kämpfen jetzt natürlich entweder darum, dass die hier drunter fallen, weil das manchmal auch gewisse Vorteile mit sich bringen kann, oder aber die sagen, nee, wir wollen das gerade nicht, wir wollen nicht unter die Knute der Aufsicht fallen, wir wollen nicht als Kreditinstitut firmieren, wir wollen auch nicht auf so an der Stelle beaufsichtigt und reguliert werden, aber was machen viele von diesen Unternehmen, auch von den Fintechs? Wissen Sie das? Haben Sie das mal gesehen? Nicht? Niemand? Wenn Sie zum Beispiel bei Auxmann, bei Smare, sich anmelden und da 25 Euro investieren wollen, läuft da häufig was im Hintergrund. Sie müssen dann noch zeitgleich ein Konto öffnen bei einer Bank, die mit dem Fintech, und ich nenne es mal auch Auxmann, also richtig Fintech sind ja auch nicht unbedingt, nicht mehr und schon gar nicht ein Startup, aber auch diese Unternehmen, auch klein oder groß, die kooperieren dann häufig mit einer Bank, sodass letztlich sie sich nicht nur bei Smart Auxmann anmelden, sondern bei der Anmeldung, bei der Registrierung werden sie auch sofort gleich ein Konto bei einer kooperierenden Bank eröffnen. Und da gibt es ein, zwei Banken, gerade in Berlin, die kennen sie überhaupt nicht, aber die haben sich nur darauf spezialisiert, letztlich als Kooperationspartner für Fintechs, hier letztlich diese Lücke zu schließen, sodass da letztlich alles, was unter das KWG fällt, über die Bank abgewickelt wird, und das Fintech dann eher die Funktionalität, die Plattform oder die Technik zur Verfügung stellt. Ja. Wie ist es denn jetzt bei Apple Pay und Google Pay? Die machen das auch mit Kooperationspartnern, oder? Die, also in Deutschland zumindest, ja, abgesehen davon, dass sie trotzdem eine Banklizenz haben. Also die Apple Pay Sachen, die laufen über Kooperationsbanken. Genau. Und da müsste ich jetzt mal überlegen, als was das denn eigentlich für mir. Das läuft nämlich so, Apple Pay läuft aktuell zum Beispiel über die über die Kreditkarten zum Beispiel von der Deutschen Bank, die kooperieren. N26. Ja, genau, N26, Deutsche Bank, DKB ist jetzt ab 2019 dabei. Also das kann auch recht schnell kompliziert werden. Weil ich habe jetzt letztens, habe ich mir selber eine Konstruktion für mich privat überlegt, dass ich mir gedacht habe, ich bin bei Miles & More bei der Lufthansa, da kann ich mir eine Kreditkarte holen. Die Kreditkarte ist natürlich nicht von der Lufthansa, die ist wiederum von der DKB. Die DKB ist jetzt ab 2019, sind die bei Apple Pay mit dabei. Das heißt, da kann ich mir Apple Pay holen. Ja, aber da haben sie Lufthansa, DKB Bank, Apple, alle mit im Boot. Müsste man jetzt, also wenn die nur genau das anbieten würden, müsste man jetzt mal erstmal schauen, wer braucht da jetzt eigentlich die Banklizenz und wer ist Kreditinstitut nach KWG und wer nicht. Aber die Großen haben das sowieso, die machen das sowieso. Ne? Also das ist auch so ein berühmtes Bon mot, gerade in der Bankwirtschaft und bei den Versicherungen halt auch. Die Frage, was ist aktuell die größte Bank der Welt? Ja? Und dann entweder wird eine chinesische Bank genannt oder aber Apple. Ja? Weil man den Bankern, gerade auch so Vertretern von Sparkassen und Volksbanken, dann klar machen möchte, Leute, da kommt eine Eisenbahn auf euch zugefahren, die macht euch alle platt, wenn die will. Ne? Weil so klassisch Banking ja, als Sparkasse oder Volksbank, das, wenn Apple wollte und es auch in Deutschland so könnte und es da nicht einen politischen Schutz geben würde, würden die alles platt machen. Ne? Aber die wollen es halt noch nicht und können es noch nicht. Man sieht aber an dem KWG an der Stelle sehr schön, ne, das ist jetzt, es kann auch sein, dass da schon wieder was Neues eingeführt worden ist, das müsst ihr ja noch nachschauen. E-Geld-Geschäft ist mal irgendwann eingeführt worden und das ist so etwas, das ist total amüsant, weil das ist nämlich, da sieht man mal, wie auch in Deutschland so das Rechtssystem funktioniert und wie behäbig das ist und wie das dann irgendwann mal eingeführt worden ist. Wissen Sie, was E-Geld-Geschäft ist? Ja, heutzutage würden wir sagen, das ist die EC-Karte, das ist die Kreditkarte, das ist Bitcoin und so. Nee, was ist das? Electronic Banking, also alles. Nein. Nicht Online- und Mobile-Banking. Auch nicht. Ja, auch das könnte man sich denken, dass das irgendwie einfach das Online-Banking ist. Nee. Da müsste klar juristisch überlegt werden, was ist denn nicht schon woanders drin und was ist bislang noch gar nicht abgedeckt. Und wissen Sie, was das ist? Das ist die Geldkartenfunktion auf Ihrer Sparkassen- oder Volksbank-Chipkarte. Das ist nicht die EC-Kartenfunktionalität, dass Sie, oder Maestro-Funktionalität hier heute, dass Sie im Laden da zahlen mit Ihrer Karte. Das ist nichts anderes als einfach nur ein Lastschriftverfahren.
Ja? Sie haben eine Karte, Sie übertragen Ihre Daten und Sie unterschreiben oder haben einen PIN und Sie stimmen ein, dass da Geld überwiesen wird. Das ist Überweisung, das ist nichts, was E-Geldgeschäft wäre. E-Geldgeschäft ist, wenn Sie hier an einen Geldautomaten gehen und auf Ihre Karte 20 Euro einzahlen, sodass Sie am Zigarettenautomaten einfach nur reinstecken und wieder rausziehen oder irgendwo anders. Also das, was heutzutage schon eher, was man vielleicht so als Contactless Pay ansehen würde, aber auch das ist am Ende rein technisch und juristisch, das ist eine Überweisung. Apple Pay könnte schon eher so sein. Also E-Geldgeschäft ist heutzutage eher etwas, was man vielleicht als Electronic Wallet bezeichnen würde. Ne? Denn der Unterschied ist vor allem der, mit der EC-Karte, wenn die Ihnen gestohlen wird, dann kann es sein, dass jemand den PIN benutzt und wenn er den kennt, dass dann eine Überweisung angewiesen wird, aber dann wird die rücküberwiesen und es ist nichts passiert. Ja? Bei der E-Geld-Karte, beim E-Geld auf der Chip-Karte, da wird ja direkt gesagt, laden Sie nicht zu viel drauf, weil die 20 Euro, wenn Sie die Karte verlieren, sind die 20 Euro futsch. Ja? So. Und das war die Schwierigkeit hier juristisch. Denn letztlich das Geld war ja in dem Moment schon wirklich eingezahlt auf diesen Träger Chipkarte. Bei der Überweisung ist das Geld immer noch auf Ihrem Konto und wird erst dann überwiesen, wenn Sie das anweisen und dem zustimmen. Aber da müsste dann geklärt werden, was passiert denn eigentlich, wenn Sie jetzt zustimmen, dass das Geld elektronisch gespeichert wird in irgendeiner Form auf einer sicheren Chipkarte. Deswegen hat man 11 eingeführt, Ihr Geldgeschäft. Weil einige Banken nur sowas gemacht haben. Und an der Stelle, und damit schließe ich das dann auch ab, sehen Sie, KWB ist halt Jahrzehnte alt, ja? Und man muss da halt auch sehen, gerade an der Stelle muss das Gesetz auch mit der Zeit gehen, weil ansonsten können Sie halt irgendwann auch diese neue Entwicklung bei den Fintechs nicht mehr so nachbilden. Ne? Andere Sachen muss man aber klar sagen, hier sowas wie Scheckwechsel, Einzugs- und Reisescheckgeschäft, ja, ne? Also auf dem Fintech wird irgendwie da irgendwo schon drunter fallen. Und dann stellt sich eher die Frage, will das Fintech das? Wollen die als Bank oder als Versicherung gelten? Oder wollen die das nicht? Häufig ist es eher so, dass sie es nicht wollen und sich dann mit einem Partner zusammentun, der dann die entsprechende Zulassung hat. Worunter würden denn diese ganzen Loyalitätsprogramme wie Payback oder so zählen? Wäre das auch schon so wie? Also da hat man ja auch so Karten, wo ja eigentlich nicht Geld drauf ist, aber wo man ja auch was mit bezahlen könnte. Wäre das auch schon irgendwo darunter gefallen? Oder? Ist das schon... Ich glaube, das ist noch nicht E-Geld-Geschäft. Das ist, meine ich, nicht E-Geld-Geschäft, aber da müsste man tatsächlich mal einen Juristen fragen. Das weiß ich nicht. So Loyalty, ja, aber das ist in den USA. Also was ich weiß ist, das ist ganz spannend, US-Banken haben ein riesiges Arsenal an Patenten zu solchen Loyalty-Programs. Also das machen alle Banken auch. Aber ob jetzt also zum Beispiel Payback, ob das schon sofort, ob das den Fall und das KWG bedingt, glaube ich eher nicht. Ja. Okay. Jetzt habe ich habe meinen Stift verlegt. Also wenn Sie irgendwas davon machen, sind Sie im Kreditgeschäft. Ja. Das ist eine gute Frage. Ich vermute mal nicht, weil es nicht für den allgemeinen Zahlungsverkehr genutzt werden kann. Es wäre auch wahrscheinlich eine Argumentation gegen Payback, weil es nicht im allgemeinen Zahlungsverkehr nutzbar ist. Wenn ich jetzt, nee, ist auch ein geschlossener, ich vermute mal, da wird es allein schon dran hängen. Ne? Also Mensa-Karte auch nicht. Das ist aber genau halt das Kritische bei der Geldkarte. Ne? Wenn jeder das akzeptieren würde und jeder das hätte, könnten sie halt überall damit bezahlen, so wie in Bargeld. Gut. Einlagen-Kreditgeschäft. Also wenn Sie irgendwas davon betreiben, eben Bankgeschäft, sind Sie ein Kreditinstitut. Das KWG geht aber jetzt noch einen Schritt weiter und sagt, es gibt halt einige Kreditinstitute, die sind besonders aufsichtsbedürftig, weil die bestimmte Geschäfte betreiben, die sind richtig kritisch. Und das ist direkt das Einlagenkreditgeschäft. Wenn Sie als Kreditinstitut das Einlagen als auch das Kreditgeschäft betreiben, dann sind Sie Einlagenkreditgeschäft.
klingt jetzt etwas sperrig, aber das ist die gewöhnliche Sparkasse, Volksbank, Deutsche Bank, Commerzbank, die Einlagen annimmt und Kredite vergibt. Warum hat man das abgegrenzt, nochmal von den normalen Kreditinstituten? Sobald sie Einlagen annehmen, Kundeneinlagen, dann bedingt der Wunsch nach Verbraucherschutz hier eine härtere Regulierung und eine härtere Aufsicht. Wenn Sie, ich gebe Ihnen jetzt ein anderes Beispiel, wenn Sie Spezialanbieter für Reisechecks sind, da kann halt nichts passieren. Wenn das Unternehmen pleite geht, dann ist das abgesichert auf gewisse Art und Weise, das hat nicht das Volumen, ja, und das ist nicht so schutzbedürftig wie eine Sparkasse, wie eine Volksbank, die jeden Tag die Sparer da reinkommen hat und tausende Sparbücher betreibt und verwaltet. Also, wie das in vielen Ländern üblich ist, sobald Sie, man spricht ja im Englischen so schön von Deposit-Taking, Bank, wenn Sie also eine Bank sind, die Kundeneinlagen akzeptiert, von Haushalten, die darauf vertrauen wollen, dass die Kundeneinlagen auch sicher sind, dann sind Sie nach 1 Absatz 3d Satz 1 KWG Einlagenkreditinstitut. Wenn Sie vor allem mit Wertpapieren Handel treiben, dann sind Sie Wertpapierhandelsbank. Ein Kreditinstitut, das Finanzkommissionsgeschäft oder Finanzdienstleistungen im Sinne des und so weiter betreibt und nicht Einlagenkreditinstitut ist, dann sind Sie Wertpapierhandelsbank. Das wäre der Fall, wenn Sie letztlich eine reine Investmentbank sind. Wenn Sie also nur mit Wertpapieren handeln, Wertpapierkommissionsgeschäft betreiben, Finanzkommissionsgeschäft betreiben und keine Kundeneinlagen und haben und keine Kredite vergeben, sind Sie Wertpapierhandelsbank. Und E-Geld-Institute sind Kreditinstitute, die nur das E-Geld-Geschäft betreiben. Da hat man also schon von vornherein gesagt, wenn jetzt zum Beispiel so ein Institut nur sowas betreibt, dann kann man die auch direkt aus manche Sachen sollten für die gelten, viele andere Sachen aber auch nicht. Und dann kann man da eine Trennung vornehmen. Gut. Die Begriffe Bank, Bankier, Sparkasse sind gemäß 3940 KWG geschützt. Und man spricht dann häufig von der sogenannten Banklizenz. Was ist damit gemeint? Etwas schwammig gesprochen heißt das einfach, wenn Sie Bankgeschäfte betreiben möchten und damit als Kreditinstitut des KWGs gelten, dann müssen Sie eine Zulassung, eine Lizenz haben von der Aufsichtsbehörde. Und das in dem Fall die BaFin. Das gibt es in jedem Land eigentlich, in jedem entwickelten Land. Dass der Finanzmarkt reguliert ist in dem Sinne, dass da nicht jeder Finanzgeschäfte treiben kann und dass der Zugang zum Markt reguliert wird durch eine Aufsichtsbehörde. Man spricht dann von einer Banking License oder Bank License. Auch in Deutschland spricht man da gerne von der ominösen Vollbanklizenz, wenn Sie Einlagenkreditinstitut sind. Was ist damit gemeint? Ja, das hören wir auch sehr häufig in den Zeitungen und in den Medien. Vollbanklizenz heißt einfach nur, Sie sind Einlagenkreditinstitut. Dann können Sie nicht alles machen. Ja? Die höchste Stufe ist das Einlagenkreditinstitut, weil wenn Sie mit Sparbüchern hantieren und wenn Sie Wertpapiere handeln und wenn Sie Kredite vergeben, dann prasselt die volle Macht des KWGs und der ganzen Aufsicht auf Sie ein und der Aufsicht und der Überwachung. Aber dann haben Sie eine Vollbanklizenz, dann können Sie alle Geschäfte tätigen. Wenn Sie natürlich nur E-Geld-Institut sind, dann dürfen Sie nur E-Geld-Geschäfte betreiben und dann ist es offensichtlich, dass Sie nicht die Vollbanklizenz haben. Gut. Diese Erlaubnis zum Betrieb von Bankgeschäften ist erforderlich und wird erteilt von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Hier steht Bonn. Wir haben aber auch einen großen Standort in Frankfurt natürlich, aber der Hauptsitz ist in Bonn. Die BaFin ist entstanden aus der Zusammenlegung des Bundesamtes für die Aufsicht über das Kreditwesen, also BaKredit, dann das Bundesamt für die Versicherungsaufsicht und das Bundesamt über die Wertpapierhandelsaufsicht. Also es gab ursprünglich mal in Deutschland 3 Aufsichtsbehörden und irgendwann hat man gemerkt, die Finanzmärkte sind immer integrierter, es wird eh alles von allen gemacht, also brauchen wir eine Aufsichtsbehörde. Und dann hat man alles zusammengelegt zur BaFin, zur Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Wir werden im Laufe der Vorlesung noch sehen, wie die Aufsicht und die Überwachung für Banken in Deutschland geregelt ist. Versicherungen und Pensionskassen und Wertpapiergeschäfte und Börsen, alles nur BaFin. Bei den Banken ist Bundesbank, EZB und BaFin zusammen.
Also das ist die Regel. Und klar, Sie können sich nicht einfach Bank nennen. Damit suggerieren Sie, dass Sie zugelassen sind und dafür ist dann entsprechend eine Lizenz und eine Zulassung und eine Erlaubnis der BaFin erforderlich. Auch die Bezeichnung Volksbank, Spar- und Darlehenskassen, Sparda, Sparkasse etc. ist alles nicht möglich ohne Erlaubnis und bei Sparda und Volksbank ist dazu noch so, das dürfen Sie nur tun, wenn Sie die Rechtsform in der eingetragenen Genossenschaft haben. Wir haben ein dreigeteiltes Bankensystem in Deutschland. Wir haben die privaten Geschäftsbanken, Deutsche Bank, Commerzbank und so weiter. Wir haben die Sparkassen im öffentlichen Besitz, häufig als Anstalten des öffentlichen Rechts. Bedeutet, die sind im Staatsbesitz, nämlich im Besitz meistens der Kommunen, also von Gebietskörperschaften. Und wir haben die Spar- und Darlehenskassen und die Volksbanken als dritten Sektor, das ist der genossenschaftliche Sektor. Weiß jemand nicht, was eine Genossenschaft ist und wie es bei einer Volksbank abläuft? Wissen alle, auch die Erasmus-Studenten? Okay, gut. Letztlich, das Prinzip ist, wenn Sie Kunde sind, werden Sie Miteigentümer. Und es sind alles Genossen, das heißt, alle haben den gleichen Anteil im Eigenkapital. Also ich bin auch Genosse bei meiner Volksbank. Ich habe, ich glaube, 150 Euro Anteil. Das wird auch verzinst. Und die Rechtsform in Deutschland ist die eingetragene Genossenschaft. Weiß jemand, wie das entsprechende Pendant bei Versicherungen heißt? Ja? Ja? Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Und das ist das Unangenehme bei der VVAG. Wie wird die nämlich häufig abgekürzt? Die Rechtsform. Wissen Sie das auch? Ja, VVAG ist klar, aber wenn man das noch verkürzt? A.G. mit kleinem a, auf Gegenseitigkeit. Und man verwechselt das ganz schnell mit der AG. Bei der Allianz, bevor die eine SE geworden ist, also eine europäische AG, hatten sie natürlich bei der Allianz auch die Allianz AG als Aktiengesellschaft. Es gibt aber Versicherungsunternehmen, die haben da stehen, ich weiß nicht, Signal Iduna Krankenversicherungsgesellschaft AG. Oder die müssen noch nicht mehr vereinbaren. Da steht dann einfach nur Signal Iduna Krankenvorkommen AG. Kleines a, großes g. Das ist ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, also eine Genossenschaft und nicht eine Aktiengesellschaft. LVM ist, glaube ich, auch ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Also bei Versicherungen aufpassen, was Sie Rechtsform haben. Wie läuft das da? Auch ganz ähnlich. Wenn Sie Kunde werden, werden Sie gleichzeitig dann auch Eigentümer, mit dem Genossenschaftsanteil. Sparkassen dürfen sich nur zugelassene Sparkassen vor allem öffentlich-rechtlicher Rechtsform und die sogenannten freien Sparkassen bezeichnen. Da gucke ich jedes Mal nach und ich habe immer wieder es jedes Jahr vergessen. Ich hoffe, ich kriege es dieses Jahr noch hin. Weiß jemand, was freie Sparkassen sind? Kommt jemand aus dem Norden Deutschlands? Ja. Bremen oder Hamburg vielleicht? Nee, so nicht. Für Bremen zu viel, für Hamburg zu wenig Geld. kleine Spitze. In Hamburg, aber vor allem, ich glaube auch in Bremen ist es so. Es gibt, sagen wir mal, so noch irgendwo zwischen 300 und 400 Sparkassen in Deutschland. Fast alle sind städtische oder Kreissparkassen. Die gehören also der Stadt oder dem Kreis. Ja. Bei den freien Sparkassen ist das historisch so, dass die sich selbst gehören. Das ist tatsächlich so eine ganz komische Konstruktion, dass wer aus der Sparkasse raus eine Stiftung gegründet wurde, wo dann letztlich auch die Sparkasse so mehr oder weniger Selbsteigentümer ist. Da gibt es einige wenige und ich meine die HASPA, die Hamburger Sparkasse und noch so zwei, drei andere. Das sind freie Sparkassen, die sind also nicht offiziell im Besitz der Stadt oder eines Kreises, sondern letztlich dann einer Stiftung, die letztlich daraus gelöst worden ist.
Bei denen ist es dann aber auch wieder so, ich meine, in Hamburg ist es auch so früher, wer sitzt dann da in dem Vorstand, natürlich dieser Stiftung, ja, der erste Bürgermeister. Ja, also da sitzen dann, da wurde bei einer normalen Sparkasse im Verwaltungsrat dann die Stadtvertreter und der Bürgermeister sitzen würden, genau die gleichen Leute sitzen dann auch bei der freien Sparkasse. Ne? Aber es ist eher so was historisch gewachsen ist, deswegen, wenn hier mal ab und zu steht, die Sparkassen und die freien Sparkassen, das ist halt so ein Relikt aus früheren Zeiten und da gibt es einige große bekannte Freisparkassen. Ansonsten sind die aber genauso wie alle anderen auch. Ne? Also die sind auch im Deutschen Sparkassen- und Giroverband, im DSGV sind die drin und in den entsprechenden Gremien. Sparkasse dürfen sich auch nicht nennen, wenn sie nicht eine Sparkasse sind. Und geschützt sind auch Bausparkasse, Kapitalanlagegesellschaft und Investmentgesellschaft. Warum? Immer Verbraucherschutz. Wir wollen nicht, dass sie sich hier in die Straße stellen können und sagen können, ich habe jetzt hier die Studibank gegründet und ich mache jetzt hier irgendwelche Bankgeschäfte, obwohl wir es gar nicht dürfen. Man soll, wenn man sieht Bank oder Sparkasse oder Volksbank, muss man sich darauf verlassen können, was da letztlich drin steckt. Zusätzlich gibt es dann noch Finanzdienstleistungsunternehmen und Finanzunternehmen. Auch da ist die Idee ganz einfach. Sie wollen dafür sorgen, dass eben ganz oben mit der Vollbanklizenz bei den Einlagenkreditinstituten weiter abgeschwächte Formen von Kreditinstituten und von Finanzunternehmen gibt, die immer weniger Auflagen erfüllen müssen. Ja, was machen solche Institute? Anlagevermittlung, Anlageberatung, Börse, Betrieb eines multilateralen Handelssystems, Eigenhandel, Sortengeschäft. Auch bei manchen Unternehmen, die einfach nur Leasinggeschäfte betreiben, haben sie dann hinterher Finanzdienstleistungen oder nur ein Finanzunternehmen. Das ist halt auch sinnvoll, damit nicht alle so stark reguliert und beaufsichtigt werden wie ein Einlagenkreditinstitut. Was sind Finanzunternehmen? Sind Unternehmen, die weder Kreditinstitut noch Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft sind und deren Haupttätigkeit hier in 1 Absatz 3 genannt sind, Erwerb und Halten von Beteiligungen, entgeltlicher Erwerb von Geldforderungen, Abschluss von Leasingverträgen, Handel mit Finanzinstrumenten für eigene Rechnung, Beratung anderer durch das Finanzunternehmen bei der Anlage in Finanzinstrumenten. Also da wird es auch immer kritisch. Wenn Sie sich jetzt hier hinstellen und überall sagen, ja, ich berate Sie alle in Finanzfragen, sind es halt auch irgendwann zumindest ein Finanzunternehmen. Das ist keine Bank, kein Kreditinstitut, aber sind ein Finanzunternehmen. Auch da, weil man eben verhindern möchte, dass der Hinz und Kunz irgendwie jetzt hier als irgendein Dienstleister auf dem Finanzmarkt auftreten kann, ohne dass das irgendwie im völlig rechtsfreien Raum abläuft. Vermittlung von Darlehen zwischen Kreditinstituten ist auch so etwas Schönes. Weitere Arten von Finanzintermediären, Institutsgruppen, Finanzholdinggesellschaften, gemischte Unternehmen, Anbieter von Nebendienstleistungen, alles nicht so interessant. Unten, das ist mal sehr interessant, Allfinanz oder im Englischen Bank Assurance, häufig eigentlich eher noch zusammengeschrieben, also ein Wort und dann ein kleines A, Bank Assurance oder Allfinanz. Allfinanz klingt jetzt so nach Allkauf. Was ist Allfinanz? Allfinanz ist der deutsche Begriff für die Idee, dass ein Unternehmen sowohl Bankgeschäfte als auch Versicherungsgeschäfte tätigt und anbietet. Heutzutage muss man halt sehen, also die klassische Allfinanz gibt es in der Form nicht mehr. Und das ist ein Riesenthema, auch vor allem in der Versicherungsforschung. Ist das gut, ist das schlecht? Nennen Sie mir mal ein paar Vorteile und Nachteile, wenn Sie sagen, Sie machen Allfinanz. Was könnten Vorteile sein? Ja? Ja. Ja. Ja, Cross-Selling. Im schlimmsten Fall auf denkbar ungeeignete Art und Weise, das wurde bei mir gemacht. Ich habe mein Girokonto eröffnet und habe dann, ich habe mein Dispo konnte ich hochsetzen lassen mit meinem ersten Arbeitsvertrag und dann wurde direkt gefragt, ja, und wollen Sie nicht mal eine Schlüsselversicherung? Ja. Das ist halt so wie Hänschen klein sich das Maklergeschäft vorstellt, ja. Hier haben Sie Ihr Kilo Hackfleisch, wollen Sie noch ein Auto dazu? Ja? Also ich habe den Dispo hochsetzen lassen, sollte dann noch eine Schlüsselversicherung, brauchen Sie noch eine Berufsunfähigkeitsversicherung, eine BU und was nicht alles. Und irgendwann nach 2 Minuten war ich so genervt und gesagt, nein, nein, nein.
Ja, das ist Cross-Selling. Ja. Dann versucht man halt dies, das und jenes noch mitzuverkaufen. Und das kann man gut und schlecht machen. Ne? Man kann halt auch sagen, wenn das gut läuft, dass ich zum Beispiel sage, ich vergebe einen Kredit und ich versuche dann, dass eines der unnützesten Instrumente überhaupt noch eine, wie heißt das so schön, so eine Kreditversicherung, dass man nicht mehr in der Lage ist, wenn man zum Beispiel den Job verliert, wenn man den Kredit nicht mehr, oder wenn jemand stirbt, dass man den Kredit dann nicht mehr zurückzahlen kann. Das ist auch völlig, völlig albern. Dass ich dann noch so eine Ausfallversicherung mit dazu verkaufe. Ne? Dass ich versuche, vielleicht auch noch eine Reisekrankenversicherung oder sowas mit dazu verkaufen. Das kann ich alles versuchen und probieren. Das wird immer noch gemacht. Ja, das macht, also das ist jetzt nicht unbedingt typisch Altfinanz, aber das sehen Sie natürlich bei den großen Institutsgruppen oder bei Kooperationen. Die Deutsche Postbank, die kooperiert zum Beispiel im Bereich Coburg, mit der Coburg kooperieren die. Die Sparkassen haben je nach Region immer auch ihre sparkasseneigenen Versicherungsunternehmen. Ich kenne das nur aus NRW. In NRW ist das die Provinzialversicherung. Hier in Sachsen, Sachsen-Anhalt ist es die, die sitzen auch in Magdeburg. Wie heißen die denn noch? S-O-S-O-E, S-E-Ö oder so, sächsische. Ja, also da gibt es eine Sparkassenversicherung auch für die Region hier. Provinzial ist so eine bayerische Versicherungskammer, die ist dann auch noch so. Und bei den Volksbanken ist es ganz einfach die R&V-Versicherung. Ne? So. Also die Verbände und die großen Säulen, die haben ihre eigenen eigenständigen Versicherungsunternehmen, die dann mit die Versicherung anbieten. Aber das ist nicht wirklich klassisch Allfinanz, weil letztlich sind immer noch getrennte Unternehmen und die kooperieren dann an der Stelle noch. Sie haben eine Frage. Ja, ja. Also im Idealfall sollte es auch eine vernünftige Beratung sein. Das ist jetzt nicht meine Lebenserfahrung. Aber vielleicht bin ich einfach auch nur bei der falschen Bank, das kann sein. Also ich habe immer das Gefühl, es soll mir einfach möglichst viele Misse verkauft werden. Ja? Letztens ganz bizarr, dann wurden mir erstmal Aktien angeboten und als dann der Bankberater spitz gekriegt habe, dass ich Professor für Bankbetriebslehre bin, ist das Gespräch umgeschwungen und er hat sich Investment-Tipps abgeholt. Ja? Und hat gefragt, was ich ihm denn empfehlen würde, ob das denn so richtig wäre. Ja? Also deswegen, meine Erfahrung ist ja leider eine etwas andere. Also da wird irgendwie, gerade die Schlüsselversicherung fand ich halt richtig, richtig gaga. Ja? Also da dachte ich wirklich, was soll das jetzt? Ich will nach Hause. Ne? Ich will einfach nur ein Dispo haben. Sie hat noch was. Ja. Ja? Ja? Da hätte ich eher konträr gesagt, dass es halt für den Kunden nicht so gut ist, wenn er halt quasi alles bei dem einen Unternehmen hat. Ja? Ja? Das könnte man so sehen. Gehen wir davon aus, die meisten Sachen sind ja auch entsprechend abgesichert über Einlagensicherung oder eine Versicherung. Klar, es kann natürlich ein Nachteil sein, wenn man alles zusammen bei einem Institut hat. Es kann ein Vorteil sein, dass man dann ganzheitlich beraten kann, dass man auch, dass das Unternehmen sich auf mehrere Beine stellen kann und sich diversifizieren kann. Man muss halt aber auch einfach sagen, anders nochmal gefragt, wer kennt denn das letzte große Beispiel für eine klassische Altfinanz, für ein Altfinanzunternehmen? Und an dem Beispiel sieht man eben auch, warum das nicht funktioniert. Ja? Ja. Die Allianz hat vor 15, 20 Jahren oder so, hatten die Idee, jetzt machen wir es richtig, Allianz hat die Dresdner Bank gekauft. Die haben dann jahrelang versucht, das irgendwie alles unter einen Hut zu bringen, wie üblich bei solchen Megafusionen, haben die versucht, das alles irgendwie zu integrieren, die Synergieeffekte zu heben. Und nach ein paar Jahren und einem neuen Vorstand hat man den Stecker gezogen und hat die Dresdner Bank an die Commerzbank verkauft, weil es einfach nicht funktioniert hat.
Und das ist das, was man mit Allfinanz oder Bank Assurance eigentlich eher bezeichnet. Jetzt weniger so Kooperationslösung, wo mehr oder weniger stark verbundene Unternehmen miteinander kooperieren, sondern eher wirklich alles aus einem Haus, aus einem Unternehmen. Und die Allianz Dresdner Bank, das war halt so wirklich das letzte große Beispiel in Deutschland für so ein Allfinanzkonzept, hat nicht funktioniert. Ne? Unternehmen zu groß, Kultur zu anders, IT ging nicht auf einen, kam nicht auf einen gemeinsamen Nenner und all die Probleme, die man bei Fusionen auch hat. Und dann hat man irgendwann gesagt, okay, Dresdner, hier, Commerzbank, nehmen Sie. Ja? So. Gut, das ist Allfinanz. Okay, dann haben wir jetzt schon lang und breit über Bank gesprochen. Der nächste Schritt ist, sich jetzt erstmal zu überlegen, was sind denn eigentlich theoretisch eher die Funktionen von Banken? Was treiben denn Banken jetzt abgesehen von diesen reinen Dingen, die man jetzt aus dem KBG schon erkennen kann? Was ich hier an der Stelle nur noch kurz erwähnen möchte, ist wirklich, das Ganze wirkt auf den ersten Blick halt sehr dröge, ist aber wahnsinnig aktuell und spannend geworden durch einfach dieses Thema Fintech. Was ist ein Fintech? Was bieten die an? Sind die eine Bank? Ja, nein. Und wenn nein, mit wem kriegen die dann auch die Banklizenz? Über welchen Kanal? Wie kooperieren die mit einer Bank? Was machen die denn eigentlich? Als was läuft das denn? Muss man da auch Aufsicht betreiben? Und was natürlich auch nochmal eine ganz spannende Frage ist, die ich jetzt hier so ein bisschen ausgeblendet habe, ist, wie läuft das denn mit Anbietern, die über andere Kanäle möglicherweise hier irgendwas anbieten und aus anderen Ländern kommen? Ich finde das mittlerweile richtig schlimm. Ich bin ja relativ viel bei YouTube, weil ich ja immer auch meine Videos hochladen muss. Und dann ist es immer interessant zu sehen, was mir so vorgeschlagen wird. Kochvideos ist okay, Hamstervideos und Videos zu CFDs. Wollen Sie nicht traden? Ja? Weil ab und zu gucke ich mal schon irgendwie mal Videos an von Kollegen auf Konferenzen, damit ist dann, und ich selber ja auch die Videos zu Finance-Themen hochlade, dementsprechend sieht der YouTube-Algorithmus, oh, der hat Geld, der will investieren. So. Und dann werden mir nur noch irgendwelche Werbevideos angezeigt von höchst dubiosen Anbietern aus dem Ausland, die mir dann irgendwie, die mich auf ihre Webseite locken wollen, sodass ich da Geld investiere in hochriskante Produkte mit hohem Leverage, in irgendwelche Zertifikate. Vor allem auch dann so Contracts for Differences, wo ich mir einen unheimlichen Hebel, aber auch möglicherweise ein wahnsinniges Verlustpotenzial und eine Nachschusspflicht teilweise, ja, bis die BaFin auch eingeschritten ist, da kann ich richtig zocken. Ja, da kann ich Gordon Gecko in klein spielen. Und sowas wird mir dann einfach so bei YouTube, wie gesagt, zwischen Hamster und Kochvideo angeboten. Und das ist dann halt nochmal die nächste Dimension. Wie ist das EU-weit geregelt? Wer ist eigentlich zuständig, wenn jetzt ein Unternehmen aus der EU hier irgendwas anbietet? Und was passiert denn eigentlich, wenn YouTube mir einfach irgendein munterlustiges Video schaltet, hier verdient, willst du auch nächste Woche Millionär werden? Ja? Abwechselnd mit irgendwelchen Wetten auf Fußball oder so vielleicht. Also da ist es dann wirklich schon ein hochspannendes Thema. Wo sitzen die? Wie sind die reguliert? Wer ist da zuständig? Als was fungieren die eigentlich? Und da kann natürlich auch ordentlich Betrug geschehen. Ne? Weil auch diese Läden und teilweise auch diese Geschäfte, das sind halt die Fälle, wo wirklich die BaFin auch einschreitet. Und letzter Punkt für heute. Letztens hatte ich eben gesehen, die BaFin hat auch irgendeiner ausländischen Bank hier in Deutschland mal wieder die Geschäfte verboten. Ne? Ist die Lizenz entzogen worden. Das ist halt etwas, was auch regelmäßig passiert, dass wenn Banken aufsichtsrechtliche Vorgaben nicht erfüllen oder irgendwelche Vorschriften verletzen, dann natürlich auch die BaFin als Aufsichtsorgan einschreitet und dann eben sagt, nein, die Lizenz zum Geschäftsbetrieb wird entzogen und die dürfen halt auf dem deutschen Markt nicht mehr aktiv werden. Und das, ja, das sind alles so rechtliche Fragen, einfach nur um das KWG, um den ersten Paragraphen des KWGs herum. Und durch die Fintechs ist das alles ein bisschen spannender geworden. Okay, gut, dann bin ich jetzt aber auch mit der Zeit durch. Haben Sie Fragen? Scheint nicht so zu sein. Dann danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Dankeschön.